Moin Moin aus dem Wunderland. Wir sind hier heute in der Lokwerkstatt, wo wir uns um die Loks kümmern. Besser gesagt eigentlich Spielzeug. Denn das ist, was es ist. Für den Heimgebrauch super. Für uns müssen wir da erstmal ein paar Optimierungen dran vornehmen, dass diese Loks so funktionieren, wie wir das möchten und sie dem Dauerbetrieb auf der Anlage an 365 Tagen im Jahr locker standhalten. Wir haben ja hier mittlerweile im Wunderland 26 Bahnen und auf diesen Bahnen tummeln sich natürlich dementsprechend viele Züge. Ungefähr etwas um 1100, also 1100 Stück. Und was ihr jetzt hier neben mir sehen könnt, das ist der Eingang. Hier bringt der Leitstand alles, was irgendwie Probleme auf der Anlage gemacht hat, zu uns und wir nehmen uns dann dessen an. Das kann von einer abgebrochenen Kupplung bis zu einer komplett verkohlten Lok alles Mögliche sein. Und wir sind dann erstmal darin bestrebt, das wieder heile zu kriegen, wieder zum Laufen zu kriegen und die Anlage wieder mit neuen Zügen zu füttern, damit andere wieder kaputt gehen dürfen. Hier haben wir zum Beispiel so einen Motor. Davon haben wir diverse und verschiedenste Ausführungen von allen bekannten Herstellern und von denen brauchen wir im Jahr so ungefähr 3.500 Stück, um die Loks wieder fahrbar zu machen. Das ist aber nichts gegen die Zahl, die ich euch jetzt nennen werde. Da geht es nämlich um diese Achsen. Und da haben wir einen Zug, der fährt in der USA. Der ist 14,5 Meter lang und alleine dieser hat schon mal 264 davon. Nun könnt ihr euch vorstellen, bei den ganzen Zügen, die gehen natürlich auch mal kaputt und müssen überall getauscht werden. Und da reden wir bei allen Zügen, bei allem, was wir reparieren, von ungefähr 120.000 Stück im Jahr. Das ist jetzt mal nicht so wenig. Und mit all den Infos, die ich euch jetzt gegeben habe, werden wir euch mal mitnehmen in unsere Lokwerkstatt und in unseren Alltag. Ich werde den TEE reparieren. Der Lennart, der wird sich an der Schmalspur versuchen und da was reparieren. Und ihr werdet den Georg sehen, wie er einen neuen Zug aufbaut und auf die Anlage bringt. In dem Sinne, viel Spaß. So, hier haben wir jetzt den Zug. Unser TEE, Nummer 1110 bei uns intern. Hier haben alle Züge passend zu ihren Bahnen jeweils eine Nummer. 1110 bedeutet jetzt Hauptbahn 1. Und hier haben wir dann immer so einen kleinen Zettel, auf dem ist dann drauf vermerkt, was der Kollege draußen am Leitstand oder die Kollegin für einen Fehler vermerkt oder wahrgenommen hat. Und hier steht, macht kurze Kurzschlüsse beim Einschalten mit Klammer E, sind die wieder weg und der Zug fährt weiter. Nervt. Also, was sagt uns das? Eigentlich nichts. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal von innen an, schauen uns die Getriebe an, schauen uns die Stromabnahme an und werden einfach diesen ganzen Zug einmal zerlegen, reinigen, wieder zusammenbauen. Ich nehme ihn jetzt hier in unser Bedienpult, gebe Gas und wie wir sehen, passiert gar nichts. Er fährt nicht los. Was wir aber hören können ist, hier vorne der Motor dreht, der Motor am Ende des Zuges dreht aber nicht. Somit ist es jetzt erstmal da dran, wir nehmen uns die zweite Lok, machen die auf, schauen uns das Getriebe an, zerlegen es, reinigen es oder tauschen es sogar ganz. Olaf für den Leitstand. Jawohl. Moin, die 1110 bitte abschicken. Jo, geht los. Mhm.
Mich kennt ihr ja schon als Dampflokpapst und Zugexperte des Miniaturwunderlands, wo ich überwiegend dafür zuständig bin, dass die neuen Züge zusammengestellt werden. Das ist nicht nur mein Haupttätigkeitsfeld, es gibt nämlich auch noch die Lokwerkstatt, wo die defekten Züge dann schlussendlich repariert werden, so wie in dem Fall hier, aber auch die Züge neu aufgebaut werden, wie es jetzt bei dem hier der Fall ist. Die Wagen sind schon mit Figuren ausgestattet. Das wurde gemacht während des Zukunftstages bei uns, wo die Kinder sich dann an den Wagen austoben durften und dort verschiedene Figuren in verschiedenen Szenarien eingeklebt haben. Dabei war auch von Anfang an klar, dass dieser Zug genauso auf der Anlage fahren wird. Und jetzt geht es daran, die E-Kupplung zu verbauen, die Leuchtplatinen zu verlöten und dann den Zug auf die Anlage zu geben. So, nachdem jetzt die beiden Loks aufgebaut wurden, geht es natürlich weiter an die Wagen. Die brauchen noch ein paar Kleinigkeiten mehr, zum Beispiel ab und an eine Stromabnahme oder Widerstandsachsen, aber im Allgemeinen erstmal die interne Verkabelung, sodass auch die untere Etage der Doppelstockwagen beleuchtet wird. Sobald er dann fertig ist mit den E-Kupplungen, dann geht er zum Einmessen und schlussendlich auf die Anlage, wo er fleißig seine Runden drehen wird. Wie Olaf euch schon erzählt hat, ich kümmere mich momentan viel um die Schmalspurzüge. Dementsprechend habe ich mir gleich mal hier den Glacier-Express aus dem Eingang genommen. Den hat eine Kollegin vom Leitstand reingebracht mit der Aussage, dass er nicht mehr fährt. Und das gucken wir uns dann jetzt mal an. Zuerst schließen wir die Lok einfach mal an die Kupplung an, gucken, ob sie wirklich nicht fährt, ob sieht man daran schon die Probleme. Genau, und wenn man jetzt guckt, eine Seite bewegt sich, die andere nicht. Also machen wir sie mal auf. Ja, haben wir den Fehler schon gefunden. Hier auf der einen Seite hat die Kardanwelle noch ihre Pins, sprich wird mitgenommen von den Aufnahmen. Auf der anderen Seite ist sie komplett rund. Das heißt, dass sie da einfach lose drin liegt und sich eben nicht mitbewegt. Dementsprechend bauen wir da eine neue ein und hoffen, dass der Zug eben dann wieder sinnvoll fährt, beziehungsweise die Lok. Die Lok haben wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir uns noch um die Wagen kümmern. Bei den Wagen ist mir schon aufgefallen, dass uns ein Wagen fehlt. Dementsprechend werde ich jetzt mal ins Lager gehen, einen neuen besorgen und euch dann auch noch zeigen, wie wir den beleuchten und Figuren reinsetzen. Dann ist der Wagen soweit fertig. Jetzt können wir den gesamten Zug einmal aufstellen, gucken, ob er auf dem Testkreis vernünftig fährt. Und wenn er das tut, dann geht er wieder auf die Anlage. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr konntet einen kleinen Eindruck darüber gewinnen, was wir hier eigentlich den ganzen Tag so machen. Nun will ich von euch wissen, was sind eure Lieblingszüge bei uns auf der Anlage? Schreibt es uns runter in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!